Willkommen zurück bei Super Mario Sunshine. Wir beginnen die heutige Folge hier am Stand, wo wir uns diese schöne Frucht holen. Um ehrlich zu sein, ich weiß bis heute nicht genau, welche Frucht das darstellen soll. Aber das ist eigentlich auch egal. Denn wir gucken einfach nur, dass wir hier jetzt irgendwo nach hier oben kommen. Genau. Denn wir brauchen Yoshi. Und mit ihm wollen wir heute eine neue Welt betreten. Okay, das war ein Fail. Ach, hier wäre die Frucht übrigens auch gewesen, die er gebraucht hat. Gut. Schon mal so zu wissen. Machen wir es einfach so. Ah, nee. Kein Umkehren. Das ist mit Yoshi immer nicht so einfach. So. Nun die Frucht essen und einfach hier rein. So, damit willkommen in Lido Serena. Das ist die vorletzte Welt, die wir noch nicht betreten haben. Ansonsten haben wir in jeder Welt schon mindestens 4 Missionen absolviert. So, und ich habe tatsächlich schon mal vorab ein bisschen nach Blue Coins geguckt. Genau, da hinten seht ihr sie bestimmt auch schon. Und wir kümmern uns auch hier heute um die ersten 4 Missionen. So, wir haben jetzt hier gerade 3 Blue Coins. Das heißt, ich bräuchte noch 7 weitere, um mir wieder einen 5. Siegen in dieser Folge zu holen. Weil das wäre so ein bisschen mein Wunsch, dass wir in dieser Folge dann auch auf 60 Insignien kommen. So, erstmal gucken wir uns. Gucken, dass wir hier ein bisschen was von dem Schleim entfernen. Hier sie genau. Jetzt auch nochmal 2 Kollegen. So, dann gibt der uns eine blaue Münze. Das gleiche mit ihm. So. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, das war alles, was wir an Insignien in dieser ersten Mission haben. Deswegen sprechen wir jetzt mit dem Hotelmanager. Oh, sag mir, dass mein Albtraum vorbei ist. Rettest du mich? Ich weiß nicht warum, aber du siehst fähig aus. Hör zu, alles hat am Mittag angefangen. Dieses Manta-Ding. Taucht auf. Es war hauchdünn. Wie ein schwebender Schatten. Es bedeckte das Hotelfundament mit diesem Elektroschleim. Dann, oh nein, mein schönes Hotel, das arme Gebäude. Es ist in diesem Schleim versunken. Warum gerade ich? Das Personal räumt auf. Was soll ich tun? Ich kann mich doch nicht zurücklehnen und... Ah, es kommt zurück. Das Ende ist nah. Unternimm etwas. Schon scary, wenn ihr mich fragt. Einfach so ein Riesending, das auf uns zukommt. Letzten Endes müssen wir hier gucken, dass wir das Ding okay, das ist gar nicht so einfach, wie ich jetzt schon merke. Ach du Scheiße. Okay, ich sollte mir mal direkt noch ein paar Münzen mitnehmen. Wo ist denn das Ding jetzt überhaupt hin? Ist noch da oben? Ja. Okay, das ist gar nicht so einfach. Alter. Help!
Boah! Ich bin gleich down. Das ist nicht gut. Ja, okay. Diese Mission ist definitiv schon mal nicht meine Lieblingsmission. Und vielleicht sollte ich mich darum kümmern, vorher zu säubern. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das ist schon direkt die erste schwierige Mission. Wir sind gerade mal bei Mission 1. Nein, nicht runterfallen. Okay, vielleicht soll ich das Ding erstmal kleiner machen und dann ganz schnell unten zum Strand, weil ich da hoffentlich deutlich mehr Fläche habe, wo kein Schleim ist und wo das Ding gar nicht erst anfängt, Schleim zu produzieren. Ja, komm. Und jetzt immer mehr kleine Viecher hier. Das sind die, die wir auch endgültig besiegen müssen. Aber irgendwo fliegt doch noch so eine Riesenhälfte rum, meine ich. War da nicht was? Oder habe ich die mittlerweile? Ich weiß gar nicht. Wir sehen auf jeden Fall sehr viele von den Mini-Viechern, die an jetzt wohl angeblich jagen, wie es hieß. Boah. Lass mal auffüllen. Ah, ich muss aufpassen, ich muss zurück an Land. Boah, hier sind echt noch viele von den Dingern, ne? Ahnung, wie ich die alle besiegen soll. Okay, jetzt kann ich mal ein paar holen. Ich darf nicht zu nah ins Wasser, sonst fange ich an zu schwimmen. Ich habe gar keine Kontrolle mehr. Ja, das ist auch mein Aufnahmebalken. Da, wo ich so viel Aufnahmezeit ich jetzt schon habe, auch mitten da im Weg. Das ist alles echt nicht einfach. Okay. Die erste Mission war auf jeden Fall schon mal sehr fordernd. Es gibt auch irgendwie so einen Spritzen, mit dem man einfach ganz verstreut spritzen kann und dann einfach deutlich mehr von diesen Mantas treffen kann. Was halt irgendwo gerade dann relevant ist. Wenn sie so extrem klein sind und sie dich jagen, diese pinken Version am Ende. So, ich bin immer noch hier. Guck, hier. War das dann stattdessen nicht der? Ja, hier. Okay. Hier war das. So, ich bräuchte jetzt noch 4 blaue Münzen, damit wir uns am Ende der Folge wieder ein Dings holen können. So, jetzt ist die Frage, komme ich so weit? Durch. Das ist sehr gut, weil hier waren glaube ich auch noch eine, genau. So. Das dürfte dann glaube ich erstmal wieder alles sein, zumindest hier draußen. Bei. Genau. Guck mal.
Ist doch schön, dann haben wir das immerhin schon mal. Dann haben wir ihn wieder. Hallo. Ach Mario, wenn ich nicht irre. Genau, Mario. Schatz, ich habe das Gefühl, dass du mir erneut helfen kannst. Nun, das Hotel, das ist voller Geister. Vielleicht könntest du hineinkommen, bitte. Ich weiß, dass du ein Wunderheiler bist. Keine Bescheidenheit. Ja. So. Sind wir zumindest schon mal in dem Stockwerk. Ist doch schon mal was. So, jetzt muss ich irgendwie euch alle treffen. Nee. Ja, okay. Ja. Guck mal, das war doch gut. Und jetzt. Ja, sehr schön. So, das ist der ganze Weg. Ach, hier habe ich mich schon wieder vorab ein bisschen informiert. Ich mache es immer so vorab, mich so ein bisschen zu informieren, was ich dann in Folge vorhabe und wie die Missionen laufen. Ich weiß nicht, ob man damit irgendwem sprechen muss. Gut, vielleicht das mit dem Plattform, da kann man vielleicht noch drauf kommen. Ah ja, das war mal direkt ein erfolgreicher Start. What the fuck? Aber dass man an diese Bo-Dingen springen muss, naja, ich weiß ja nicht. So, irgendwie laggt das Spiel gerade unfassbar. Es ist sehr unpraktisch. Ich fühle mich immer so unsicher bei dieser Steuerung mit dem Dings hier, ne? Alter, ich muss jetzt hier nicht ernsthaft auf die Dinger drauf springen hier. Okay. Gut zu wissen. Nein, was war das denn? Okay. Ach du Scheiße. Ja, das war jetzt mal ein absoluter Fail. Kommen die Dinge auch wieder? Okay, ich habe ja keine andere Wahl. Schade. Boah, das ist echt schwer alles, ne? Das muss mal so. Ja, alles klar. Ich sehe gerade, hier ist auch noch eine. Okay, so viel dazu, ein Scan. Aber. Genau, man muss das stattdessen so machen. So, jetzt fehlt es schon so nur noch eine blaue Münze. So, jetzt will ich aber mal endlich diesen Mist hier schaffen. Kann ja nicht sein. Und ich versuche nochmal den oberen Weg. Oh. Okay. So, jetzt schön genau auf die Ausrichtung achten. Ja, alles klar. Danke dafür. Junge, WTF. Machen wir das mal so. Oh, hier ist ein One-Up. Göttlich. So, komm. Schön vorsichtig.
Alter! Mario! Der rutscht da so hässlich rum, Alter. Ja! Endlich! Speichern. Danke. Boah, war das eine Kackaufgabe schon wieder. Ich meine, klar, wir sind jetzt in einer der hinteren Welten, aber... Der Schwierigkeitsgrad macht mir jetzt hier mittlerweile zu schaffen. So, weiter geht's. Nächste Mission. Mal gucken, dass wir dann schnell da hinkommen. Und... Zack. Ah, geschätzte Mario, tritt bitte ein. Zögerst du etwa? Komm schon, gib dir einen Ruck. Okay, das war die Mission. Also gut. So. Ich glaube, da konnten wir noch nicht hin, oder? Doch. Muss ich überhaupt schon noch ganz oben? Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Also ja, da ist die Insignie, aber da kommen wir natürlich nicht so einfach dran. Ah, nee, okay, ich weiß wieder. Moment, wir gehen mal wieder nach unten. So, genau. Und zwar... Genau, müssen wir jetzt irgendwie so hin. Hier durch. So. Okay. Ja, ja. Geht doch. So. Dann so, 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 dann so, ah ja, hier war glaube ich auch nochmal eine blaue Münze. Genau, sehr schön, dann haben wir schon mal unsere 10, die wir brauchen. Für Dingens. Eine weitere Insignie. So. Und hier müssten jetzt irgendwo. Genau. So, kann ich die einfach mit rausnehmen? Ja. So, jetzt müssen wir damit zu Yoshi. So. Dann dritten Stock. So. Dann dahin. Das war ein Fail. So. Mal ganz genau umgucken. Okay, dann gehen wir einmal hier lang. So. Mhm. Natürlich nicht.
Okay, also dahin. Das heißt, es muss irgendwo auch hier im rechten Bereich sein. Irgendwo hier. Also wahrscheinlich da, ne? Okay, dann müssen wir hier lang. So. Ja. Okay. So, wenn wir jetzt noch diese eine letzte Mission hinkriegen, dann habe ich diese Aufgabe überstanden, weil ich muss wirklich schon sagen, überstanden. Weil es hier wirklich in einigen Bereichen Stress pur ist. Kapitel 4, ah, die war auch nicht so angenehm. Da war jetzt Mission 3 schon die definitiv entspannteste. Nun, Mario, schau mal beim Casino vorbei. Ich sage meinen Jungs, dass du kommst. Okay. So. Hier war auch noch irgendwo eine, glaube ich. Vielleicht irgendwo anders, das wird wahrscheinlich noch für die blauen Münzen relevant. Wir können ja erstmal hiermit anfangen. Okay. Noch einer. Komm. Nein. Ja, komm. Ja. So, jetzt müssen wir nochmal da hinten hin. Dann können wir direkt mal hier gucken. Oh, okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe, aber die kam jetzt einfach so rausgeflogen. So, hier war glaube ich auch noch irgendwas. Ich meine, es gab nur eine zweite. Oder auch nicht. Es gibt nur die beiden Fackeln hier. Na gut. Dann können wir jetzt aber hier rüber gehen. Dann hier dürfen wir den ganzen Spaß auch nochmal machen. Aber hier können wir die Sachen einzeln auswählen. Na, nicht den. Ja, guck. Dann haben wir das auch. So. Was ist das Ding jetzt da hinten? Na.
Nur den unteren, ja genau. Ja, sehr schön. Jetzt hat er den unteren wieder mit aktiviert hier. Oh mein Gott. Ist das triggernd. Ja, wir haben's. Okay, und jetzt kommt der eigentliche Spaß der Mission. Gott, auf die Redcon Challenges in dieser Welt freue ich mich auch schon. Nicht. Oh mein Gott, das war schon wieder knapp. Ne, jetzt laggt hier wieder alles. Moment, ich muss noch mal kurz mein Ladekabel anschließen. Ja. Okay. Warum? Holt das jetzt nicht? Mario, danke. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Lol, ich kann einfach hier lang. Jetzt kann ich nicht mehr hier lang. Oh mein Gott, das ist so chaotisch, ne? Scheiße. Zurück, please. Okay. Das war unnötig. Oh!